Pilze. Sehr gut. Dann noch einer? Ja. Oh. Gut. Weiter geht's. Da war eins, oder? Nee, es sind immer diese Steine, die mich immer in die Irre führen. So. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter hier lang. Also ich will nicht zu weit nach Süden gehen, ne? Weil das erhöht nur die Schwierigkeit, das Wildschwein dann nachher safe in unsere Base zu bringen. Gräuling interessiert mich nicht. Ja. Oh, was haben wir denn hier Hübsches? So ein Türmchen. Aber ich glaube, hier gibt es keine Truhen, ne? Nix, nix und nix versteckt. Oh, ich finde dieses sieht so cool aus. Ich wünschte, das könnte man selber bauen. Überhaupt, so, ne? Also ich meine, ja, wir sind Wikinger und Pflanzen. Ach, Pflanzen sind nur dafür da, dass wir uns, ne? Dass wir da Holz draus schlagen können und so und uns Schiffe bauen. So ist ja nach dem Motto ein bisschen der Wikinger-Style. Aber ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen Pflanzensachen auch bauen könnte, das kann man dann ja auch irgendwie kombinieren, ne? Also so, weiß ich nicht, so Druiden-mäßig so, ne? So Druiden-Thema irgendwie. Dass es ein Druiden-Table gibt oder so und da kann man dann so, keine Ahnung, so kleine Pflanzen oder sowas machen. Und zwar nicht nur halt diese Pflanzen, die man schon gerade anbauen kann und dafür diesen Boden braucht, sondern auch einfach nur zur Ästhetik. Ich bin mir ziemlich sicher, da wären sehr, sehr viele Spieler dankbar. Nichts und nichts. Verdammt nochmal. Dann noch immer hier so lang. Berries. Ja, damit. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier haben wir wieder ein Wildschwein. Wie habe ich denn eigentlich noch? 5 Plätze für Fleisch habe ich noch frei. Boah, diese Eichen sehen auch so geil aus, ne? Boah. Schon Hammer. Also ich liebe Bäume, ja, das hatte ich ja, glaube ich, in der einen Folge schon erwähnt. Also jetzt in echt, meine ich. Sehr, sehr faszinierende Lebewesen. Halt überhaupt, ne? Das ist so... Also Leben basiert... Das, was alle Lebewesen gleich haben. Ob es ein Bakterium ist, eine Pflanze oder ein Tier oder... Halt das Besondere, der Mensch. Besonders im Sinne von, dass wir selbst dieser Tierart angehören. Aber, die haben ja alle gemeinsam, dass sie auf DNA basieren. Ne? Also jedes einzelne Lebewesen hat DNA. Und das da, also ein Baum, hat genauso DNA wie man selbst. Das ist irgendwie für mich so... Es funktioniert auf eine völlig, völlig andere Art und Weise, dieses Lebewesen. Aber andererseits haben wir auch so viel Gemeinsamkeiten. Ne? Das ist... Ja, jedes Lebewesen hat Stoffwechsel und so weiter. Da kann man sich auch theoretisch mit einem Bakterium vergleichen. Wildschwein! Stoffwechsel, Wachstum, Reproduktion. Da gab es doch noch ein paar Eigenschaften. Eigenschaften, die ein Lebewesen zu einem Lebewesen machen. Weshalb Viren auch genau genommen nicht zu den Lebewesen zählen. Weil die haben zwar Reproduktion zum Beispiel, aber sie wachsen zum Beispiel nicht. Ne? Eine Zelle und ein Bakterium, das sich teilt, nimmt Stoff auf, verstoffwechselt sie, wird größer und reproduziert sich dann. Ein Virus macht das ja aber nicht. Ein Virus macht das ja völlig anders. Und deswegen ist genau genommen ein Virus kein Lebewesen, sondern so eine Zwischenform irgendwie, so ein, ne? Der Übergang so zwischen
leben und nicht leben. Weil letzten Endes natürlich hat auch ein Virus DNA. Ne? So. Aber ja, die ganzen anderen Eigenschaften zählen halt nicht mit dazu. Und ein Virus existiert auch nur mit anderen Lebewesen. Also es ist davon abhängig, dass andere Lebewesen existieren. So eine Art. Also es ist, ja, wie ich sagte, eine Abhängigkeit. Und das ist auch irgendwie seltsam. Also natürlich gibt es Symbiosen, ne? Es gibt zum Beispiel ja, muss ich gerade dran denken, Symbiosen oder auch Überlebensstrategien. Es gibt so eine Fliege, die hat so gelb-schwarze Streifen und sieht deswegen aus wie eine Biene oder eine Wespe. Und ist sie aber nicht. Also die ist eigentlich auch völlig ungefährlich, ist halt nur eine Fliege. Aber diese Fliege ist ja davon abhängig, dass es Bienen und Wespen gibt. So. Und jemand schon mal mit einer Biene oder einer Wespe schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sodass er dann diese Fliege sieht und denkt sich, oh, nee, nee, von denen halte ich mich fern, ne? So. Das heißt, das so ja theoretisch hat. Oh. Nein, lauf da nicht hin. Okay, doch, du darfst da hinlaufen. Du auch. Also genau genommen ist die Fliege ja von Wespen und Bienen abhängig. So. Ihre Überlebensstrategie. Aber trotzdem kann diese Fliege ja auch völlig unabhängig von Bienen oder Wespen existieren. Ne? Und ein Virus kann das nicht. Ne? Ja, das kann man natürlich theoretisch auch über Bakterien sagen. Die hat ja so verschiedenste Bakterienkulturen in seinem eigenen Organismus. Ne? Also wir zum Beispiel allein diese ganzen Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen oder sowas, ne? Und letzten Endes sind diese Bakterien auch davon abhängig, dass es ein Lebewesen gibt, was genau diese Darmflora hat, wo die sich ansetzen können, ne? Aber trotzdem kann ja das Bakterium auch unabhängig davon existieren, ne? Also leben und sich teilen und so. Auch wenn es vielleicht nicht die idealen Bedingungen hat, ist es möglich. Und wie gesagt, für ein Virus gilt das nicht. Okay, Alter. Allmählich ist das hier ein bisschen. Dauert mir das hier ein bisschen zu lang. Aber naja, ich habe schon damit gerechnet. Oh, hoppla. Ich roll's mal kurz ein bisschen beiseite, so. Ich sehe nix. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, so unkoordiniert zu laufen. Ich glaube aber schon, ne? Einfach mal hier gucken, mal da gucken. Wildschwein. Hallo, ein Schwein. Oh ja, das ist auch das letzte Fleisch, was wir mitnehmen können. Wir haben jetzt beide Stacks voll. Drei Stacks schon voll. Wir können auch nur noch drei Pilze mitnehmen. Ja gut. Kann theoretisch auch das Holz zur Not noch wegschmeißen. Ja, Lederreste brauchen wir wirklich absolut gar nicht. Da haben wir schon genug von unseren Eisentouren. Ach ja, hier. Der gefährliche Spot. Hier gehe ich mal. Ziehe ich mal großzügig einen Bogen. Eins, zwei, drei. Das war's, ne? Und die Augen schmeiße ich auch weg. Nehme ich lieber Pilze mit. So. Es ist wieder Nacht. Hoffen wir, dass ich recht habe und die Wahrscheinlichkeit sich erhöht. Mal kurz überlegen. Also hier waren Himbeeren, da hinten ist ein Spawner. Ich laufe mal hier so lang. Einfach, damit ich hier ordentliche weite Sicht habe. Ist das da ein Hirsch? Ja, ne? Ist ein Hirsch. Da ist eine Möwe. Die krall ich mir. Top. Da ist ein Wildschwein.
es ist tatsächlich wichtiger, Wildschweinfleisch zu haben, als zum Beispiel sowas wie Holz oder so. Schmeiß mal das Holz weg. Das war jetzt natürlich auch recht bescheuert von mir, dass ich zum Beispiel das Edelholz und so einfach da hab liegen lassen. Nix, 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 da. Und auch nur ein, 0 Sterne, also ein normales, meine ich. So. Hirsch. Du bleibst am Leben. Ich frage mich auch, ob da zum Beispiel, wenn ich diese Hirsche und Gräulinge und so, wenn ich die hier alle töte, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass das Neues spawnt. Ne? Also, dass zum Beispiel in jedem Bereich geguckt wird, wie viele Feinde existieren da. Und darauf basierend werden dann neue gespawnt. Das macht ja Sinn. Ne? Sonst hast du ja nachher an einem Spot plötzlich 50 Feinde auf einmal. Und ob ich dann nicht die Viecher alle töten sollte, damit hier was Neues spawnt und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass hier ein Wildschwein spawnt. Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Oh, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ja gut. 7. Halt! Bloß hier nichts kaputt machen. So, die markiere ich mir. Ja, Himbeeren, Himbeeren, Himbeeren. Hier ist richtig was los, wa? Gut. Weiter geht's. Ah, verdammt. Ich frage mich auch, ob ich dann nachher, wenn ich das in Folgen schneide, irgendwie vorspule oder so. Das weiß ich noch nicht. Bergkönig passt dir ja eigentlich nicht so rein, ne? Ich habe übrigens festgestellt, ich habe jetzt endlich die erste Folge mit dem Bergkönig hochgeladen. Das ist ja sozusagen der Running Gag, ne? Dass immer dieser Song kommt. Und ich dachte mir so, das ist ja super, weil das Lied ist uralt. Da kann ich dann ja nicht wegen Urheberrechtsverletzung oder so, ecke ich ja nicht an. Ne? Weil das Lied ist ja von Edvard Grieg und der, ja, ist halt schon längst verstorben. Ne? und deswegen dachte ich ja, safe, ist ja safe. Aber ist es gar nicht. Jetzt habe ich es hochgeladen und ich kann es nicht monetarisieren. Ist nicht schlimm. Dann habe ich halt ein paar Songs, ein paar Videos, die ich nicht monetarisieren kann. Aber ich hätte gedacht, das funktioniert einfach. Jetzt habe ich es aber gecuttet. Jetzt werde ich den Teufel tun, das nochmal irgendwie in was anderes zu cutten. Aber ja, die erste Folge ist auf jeden Fall schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Ich werde das ab jetzt auch machen, dass sie täglich hochgeladen werden. Ne? Ich habe jetzt einfach erstmal alles hochgeladen und 10 Videos pro Tag auch direkt veröffentlicht. Einfach damit ich ein bisschen Content habe. Nur, ja, ab jetzt mache ich es täglich. Also ich lade die Folgen schon hoch, bereite die alle vor, aber stelle das dann so ein, dass jeden Tag eine Folge hochgeladen wird oder veröffentlicht wird. Finde ich ziemlich cool, dass YouTube das anbietet. So. Pilze. Sehr gut. Ja, irgendwie, ne? Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis, aber wir sehen ja Wildschweine. Das heißt ja, dass eigentlich es schon so passt, wie wir das hier machen. Es kommen immer wieder neue Mobs. Da ist ein Hirsch. Da auch. Das hier war ein Wildschwein-Spawner, glaube ich. Ist hier mittlerweile wieder was?
Wildschweinspawner. So. Ich sehe nichts. Außer Hirsche. Ja. Einfach mal weiter gucken. Aha. Was haben wir denn hier? Kommt noch eins. So. Ne? Also die Wildschweine sind ja da. Also es spawnen hier welche, das ist alles, was ich wissen muss. Dann mache ich das, glaube ich, schon richtig so. Ach so, Harz, sehr gut. Ich dachte, ich habe da eine Himbeere übersehen. Naja, gut. Da müssen wir Geduld haben. Also kommen wir nicht drum rum. Und ich würde tatsächlich auch kurz mal das Mikrofon ausmachen, aber weiterzocken. Ihr kennt das Prozedere ja schon. Dass ich einfach mal kurz ein bisschen stillschweige. Das werde ich dann wahrscheinlich definitiv vorspulen. Ja, ich mach mal kurz das Mikro aus. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Immer noch nicht fündig geworden. Selbstverständlich, sonst hätte ich ja schon längst das Mikro wieder angemacht. Aber wir sind schon wieder ganz schön weit im Süden, ne? Oh, da ist eine Möwe. Nice. Ja, mit deinen Fässern. Sehr gut. Wildschwein. Da sind Hirsche, da sehe ich nichts. Das ist ein Gräuling. Gehe ich mal hier auf diesen Hügel. So. Oder? Nee, doch nicht. Auch nur ein Hirsch. Ah, hier sind noch ein paar Pilze. Alles mitnehmen. So. Oh, ich frage mich, ob man jetzt gerade die Spülung im Hintergrund gehört hat. Ah, da ist ein Wildschwein. Stimmt, hier war ja auch wieder dieser Spawner. Ja, wir hatten so ein Glück am Anfang, ey. Ich habe das einfach verzockt, ey. Ich narr. Schon wieder zu greedy, ne? War aber auch echt dämlich von mir, da einfach in dieses Dorf reinzurennen. Aber jetzt haben wir die Umgebung erkundet. Also nochmal sollte uns dieser Fehler nicht passieren. Wir müssen aber trotzdem natürlich aufpassen auf Skelette und so weiter. Weil Wildschweine sind halt, ne, mit die ersten Mobs, die es gibt und entsprechend schnell tot. Also eben gerade dieser Drauge hat einen einzigen Pfeil auf den geschossen. Und der ist gestorben. Und das, obwohl der 2 Sterne hat, ne? Dann haben die ja sowieso eigentlich immer ein bisschen mehr Leben. Aber das hat trotzdem nicht ausgereicht, um einen einzigen Fall zu überleben. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir endlich ein Wildschwein gefunden haben. Ja, diese Steine, ne? Die sehen immer ein bisschen aus wie Wildschweine. Laufen wir mal hier. Ich mag das so, auf diesen Hügeln zu stehen. Dann kann man nämlich immer schön die Umgebung abchecken. War ich hier schon drin? Bestimmt, ne? Ja, nice, man kommt hier sogar rein. Ah, sehr gut, hier war ich noch nicht drin. Her mit deinem Stuff.
Ja, den Honig lasse ich da mal liegen, ganz ehrlich. Dieser eine Honig. Da werden wir später viel, viel mehr rauskriegen. Die Königinnen sind die wichtigen. Drei neue Königinnen haben wir schon gefunden. Aber ich habe auch schon ordentlich welche. Ich glaube, ich habe so 10. Um die 10 habe ich schon. Ja, nee. Dich lasse ich mal leben. Noch ein paar Strawberries. Gar nicht Strawberries. Was heißt denn Himbeere? Strawberry ist doch Erdbeere. Was machen denn nochmal Himbeeren auf Englisch? Fällt mir gerade nicht ein. So. Nee, nee, nix. Auch nix. Da. Ja. So, wir gleich. Wir haben eins, wir haben eins. Okay, also. Erstmal aussortieren. Du kommst mit und stirbst. So. Du, dich darf ich auf gar keinen Fall hitten. So, du da. Da, dein Fleisch will ich nochmal mitnehmen. Oh, da habe ich fast zugeschlagen. Oh, vorsichtig. So. Alles klar. So. Und jetzt machen wir uns mal einen Weg. Wir gehen straight nach Norden. Ja. Behalten den schön im Auge. Also wir laufen hier so hin. So. Ja. Hier lang. Komm, mein Freund. Gucken, ob hier Feinde sind. Ne? Wenn hier zum Beispiel so ein. Hier so eine Gruft ist oder so. Und da sind Skelette oder so. Dann müssen wir die auf jeden Fall sehr, sehr schnell clearen. Ich glaube, dafür esse ich schon mal das Ding hier nochmal. Und das. Einfach damit wir vorbereitet sind. So, schön mitkommen. Schön mitkommen. Hier lang. Hier lang. Nicht zu dicht nach links an den dunklen Wald. Na? Komm mal schön mit. Komm mal schön mit. Hier lang. So. Halt, Norden, da lang. Hier sind noch ein paar Pilze, die nehme ich auch noch mal mit. Na komm, hier lang. Das meine ich übrigens, ne? Guck mal, wie viel Hauer der hat. Wahrscheinlich. Okay, hier lang. Da ist das Dorf. Machen wir den gleichen Fehler nicht nochmal. Wir gehen hier lang. Ja. So. Schön großen Bogen drum machen. Mit dir auch gar nicht erst ansatzweise in unsere Reichweite kommen. Hier lang. Und dann da so durch, würde ich sagen. Man sieht es auch auf der Minimap. Na komm, hier. Hier lang. So. Huch. Oh. Na komm, hier. Oh, Vorsicht, dunkler Wald, nicht zu dicht dran. So, hier lang. Na komm her. Hä? Wieso kann ich Harz aufnehmen? Ach, weil ich gerade. Stimmt. Ich habe die das letzte Ding jetzt gegessen. Dich mache ich mal kurz kalt, weil du uns hier in die Quere kommst. So, langlaufen, weiter geht's. Lauf, lauf, lauf. Wie kommen wir denn hier hoch? Also, ich komme hier hoch, aber kommt er auch hier hoch? Das ist die Frage. Ja, kommt er. Sehr gut. Hier hinauf. Ja. Folg mir, hier lang. Und hier über den Hügel. So, sehr gut. Hier waren Himbeeren, ne? Moment, nicht, dass ich hier. Ja, da ist noch ein Wildschwein-Spawner. Ich laufe mal so am Gebirge entlang, dass er nicht. Nein! Nein, 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 wo ist er?
Oh, Gott sei Dank. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier. So. Mhm. Also ich könnte jetzt natürlich auch einfach den hier einbauen, tamen und dann irgendwie rüber transportieren. Weil ich habe halt gerade gelesen, dass man das wohl doch mit der Harpune machen kann. Ey, hätte ich das gewusst, ne? Aber ganz ehrlich, so läuft er, ne? Und wenn er erstmal getamed ist, dann ist er nur noch ganz entspannt am Gehen. Und deswegen will ich das ausnutzen, dass er läuft. Oh shit, oh shit. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt muss ich gut aufpassen. Weil links der Sumpf, man sieht es oben auf der Minimap, und rechts das Gebirge. Beziehungsweise westlich der Sumpf und östlich das Gebirge. Komm her, komm her. Gut. Ja, dann hier so zwischendurch, so würde ich sagen. Na komm, na komm, na komm. Ey, bitte jetzt kein Troll oder irgend so ein Mistvieh oder sonst was. Das wäre echt ärgerlich. Ja, hier durch. Na los, komm, komm, komm. Hier durch. Nee, das ist mir zu dicht am Sumpf. Ich gehe mal hier. Oh, shit. Hier ist es mir zu dicht am Gebirge. Ja, wir müssen genau hier lang. Und hoffen, dass sie nicht spawnt. Und vor allem müssen wir gleich auch noch durch den dunklen Wald, weil unsere Base im dunklen Wald ist, ne? Da haben wir ja keine Wahl, weil nur im dunklen Wald spawnen ist halt dieser Spawner für den uralten. Vorsichtig, vorsichtig, komm hier, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich habe echt Schiss vor Wölfen. Weil die haben richtig, richtig Bock auf Wildschweine, logischerweise. Hä? Wo bist du? Da bist du. Gut. Hier lang. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Komm, komm, komm. Hier sind schon Blaubeeren. Das heißt, wir sind im dunklen Wald. Sieht man noch oben rechts. Ja, lieber hier runter gehen. Nicht zu dicht ans Gebirge. Da habe ich echt Angst. So. Wir müssen so lang. Dann gehen wir da auch lang. Also hier. Kommst mit. Schön aufpassen, ob hier Feinde sind. Schön aufpassen jetzt. Nicht so weit weg von mir. Komm mit, komm mit. Hier um die Ecke. Und hier lang. Hm, hier sieht es ruhig aus. Hoffen wir, es bleibt auch so. Hier müssten wir so lang zu unserer Base, ne? Na komm, hier lang. Na los. So. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt geht mir doch echt die Düse, ob hier nicht gleich irgendwo ein Feind um die Ecke kommt, einen einzigen Pfeil ballert und dann ist alles vorbei. Na komm, hier lang. Wir sind gleich da. Da oben auf der Minimap sieht man schon, wo unsere Base ist. Da sehe ich sie schon hervorlugen. Na komm, hier lang. Feinde in der Nähe? Nein. Hier. So, und den bauen wir, also den Pferch, den bauen wir gleich. Aber erstmal will ich ihn in unsere ausgegrabene Stelle hier. Na komm. Nein, hier nicht runter. Nicht da runter jumpen. So, ich will dich hier bei der großen Fläche haben. Na komm, ja, hier lang. Keine Feinde in der Nähe. Warum auch immer hier keine Feinde spawnen. Ich finde es sehr angenehm. Obwohl theoretisch könnten wir runter, ne? Nee. Lassen wir es mal bleiben. Da sind Grauzwerge. Die muss ich gleich erstmal töten. Rote Pilze nehme ich mit. Oh, 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 oh. Okay. Also. Du kommst her. Verdammt. Na
Na komm, na komm. So. Hätten wir den. Sehr gut. Dann jump ich hier mal runter. Du kommst mit. Aha. Da ist wieder ein Mistvieh. Der will bestimmt wieder an unser Portal. So. Schnell nach oben. Holz holen. Wir scheißen jetzt erstmal auf alles. Zack, zack, zack. Das schmeiß ich erstmal runter. Hoch, hoch, hoch. Und ein Batzen Holz. Nehmen wir mal da gleich zwei Stacks mit. So. Und direkt wieder runter. Und unser Wildschwein saven. Bauen. Ja, nee, erstmal müssen wir so einen bauen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Bitte, bitte sei nicht tot. Ich muss hier doch irgendwo rumlaufen, oder? Muss es hier nicht irgendwo sein? Na, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Irgendwo hier muss es doch sein. Bitte sei nicht tot. Hä? Was ist denn? Also weg sein kann es ja nicht. Es ist ja hier überall sind diese Mauern. Wahrscheinlich ist es dann, wollte es wieder zurück zu dem Ort, wo es hergekommen ist. Das heißt, da muss ich dann einfach mal hier. Ich glaube, das ist hier lang gelaufen, oder? Bestimmt. Hier irgendwo? Schweini, Schweini, Schweinchen. Scheiße. Da ist es doch. Und es kommt nicht mehr hoch. Sehr gut. Bauen. Verschiedenes. Nee. Halt. Herstellung. Das Ding. Wollen wir mal hier hin. Und dann bauen. Zack. Ja, komm mal hierher. Ja, ja. So. Komm mal hier rein. Hier rein, hier rein. Nein, 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 hier. Na komm schon. So, eingepfercht. Sehr gut. Jetzt schmeißen wir hier ihm einfach mal... Ich glaube, wir können ihm auch gelbe Pilze geben, ne? Das hier mache ich mal deutlich stabiler. Damit hier auch keine Feinde reinkommen und den aus Versehen töten. Das wäre nicht so erfreulich. Hier mache ich eine Tür rein, oder? Ne, mache ich nicht. Hier mache ich einfach eine Treppe hoch. So. Ich repariere das mal alles. Aber der macht sowieso kaum Schaden. Mm, sehr gut.